In der Beratung der heutigen Tagesordnung fort und wir tauchen wieder ein beim Tagesordnungspunkt 9, konkret beim Tagesordnungspunkt 9.1, die Zukunft der Dresdner Tourismusbranche nachhaltig entwickeln. Ein Antrag Bündnis 90 Die Grünen und Frau Filius Jähne bringt ihn ein. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Stream. Pandemiebedingt fasse ich mich kurz, weil ich finde nach wie vor, wir sollten irgendwie auch unseren Beitrag dazu leisten, das Ganze etwas abzukürzen. Der vorliegende Antrag ist Ergebnis eines umfassenden Diskussions- und Werkstattprozesses meiner Fraktion mit der Dresden Marketing GmbH, dem Tourismusverband Dresden e.V. und weiteren Akteuren aus der Branche. Ich möchte hier ausdrücklich noch einmal allen sehr herzlich danken, auch meinen Kolleginnen und Kolleginnen Thorsten Schulze und Anja Osjander, die sich daran beteiligt haben. Bereits während des Erarbeitungsprozesses und dem gemeinsam mit der Branche veranstalteten Symposium wurde sehr deutlich, dass Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit nicht, wie gern behauptet, Gegenpole sind, sondern sich immer mehr gegenseitig bedingen. Ich zitiere hier sehr gern die Geschäftsführerin der Dresden Marketing GmbH, Frau Corinne Miser, die in ihrer gemeinsam mit Herrn Lohmeier vom TVD veröffentlichten und den Antrag unterstützenden Presseerklärung vor 3 Wochen schrieb, Zitat, letztlich betrifft der Tourismus uns alle, er bringt starke Umsätze in unsere Region, schafft Arbeitsplätze und macht jeden Einzelnen zum Gastgeber. Gleichzeitig bietet nachhaltiger Tourismus die große Chance, die Lebensräume in Stadt und Region gemeinsam zukunftsfähig, resilient und sinnstiftend zu gestalten. Genau darum geht es. Ich freue mich sehr, dass sich der federführende Ausschuss für Kultur und Tourismus mit breiter Mehrheit für die Erarbeitung einer solchen nachhaltigen Tourismusstrategie durch die Stadt ausgesprochen hat. Wir und die Branche hätten es sehr begrüßt, wenn man auch bereits jetzt die dann für die Umsetzung notwendigen Strukturen mit im Auge gehabt und einen entsprechenden Beschluss herbeigeführt hätte, wie in Punkt 3 des Antrags, des Ursprungsantrags verankert. Aber hier standen wir im Ausschuss leider allein. Ich würde trotzdem gerne an der Stelle mal einen kurzen Auszug aus dem Endbericht der Nachhaltigkeitsstrategie Destination Sächsische Schweiz, die haben sowas nämlich schon längst, den ich Ihnen auch sehr zur Lektüre empfehle, hier vornehmen. Den findet man übrigens sehr leicht als PDF im Netz. Auch hier zitiere ich, erst das Zusammenspiel von gemeinsamen Interessen und Erwartungen ermöglicht eine Profilierung als nachhaltige Reiseregion. Hierfür braucht es neben einem gemeinsamen Nachhaltigkeitsverständnis auch eine Institutionalisierung des Themas, um die Kontinuität in der Bearbeitung sicherzustellen. Doch, sage ich jetzt, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir werden uns alle, wenn wir das Konzept dann vorgelegt bekommen, damit beschäftigen müssen, welche Strukturen wir benötigen, um die entsprechende nachhaltige Tourismusstrategie auch nachhaltig umzusetzen. Auch hier hoffe ich dann wieder auf eine breite Mehrheit. Jetzt bitte ich Sie erst einmal um Zustimmung für den Beschlussvorschlag des federführenden Ausschusses und damit um Zustimmung für einen wichtigen Schritt zur nachhaltigen Stärkung des Dresdner Tourismus. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Filius Jähne, für die Einbringung des Antrages. Wir treten in die Fraktionsrunde ein. Es beginnt die Fraktion Die Linke. Frau Apel, bitte sehr.
Vielen Dank für die Reinigung. Sehr geehrter erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, der Dresdner Tourismus soll nachhaltig entwickelt werden. Das ist keine neue Idee. Am 25.09.2015 haben 193 Staaten auf einem Gipfeltreffen der UN die Agenda 2030 verabschiedet. Die Agenda 2030 ist ein Weltzukunftsvertrag. Dieser beschreibt 17 Ziele für eine nachhaltige Entwicklung. Und diese Ziele berücksichtigen alle drei Dimensionen der Nachhaltigkeit: Soziales, Umwelt und Wirtschaft gleichermaßen. Und sie gelten für alle Staaten der Welt. Sie machen deutlich, dass wir eine gemeinsame Verantwortung tragen. Der Erfolg hängt davon ab, dass alle mitmachen, nicht nur Staaten oder Organisatoren, sondern jede und jeder Einzelne. Eben auch Dresden als eine Stadt, die das Ziel von Tourismus ist. Es geht eben nicht nur darum, Weihnachtshauptstadt, Silvesterhauptstadt oder womöglich Osterhauptstadt zu werden. Es geht nicht um mehr, weiter, höher, schneller. Es geht um Nachhaltigkeit. Dies ist die Forderung des ersten Punktes des Antrages. Und die Linke steht ausdrücklich dazu. Ganz in der Nähe können wir uns in Schmilke anschauen, wie das Bio-Refugium, wie es im Internet genannt wird, in der sächsischen Schweiz funktioniert. Vor 20 Jahren haben sie damit begonnen, den Ort nachhaltig orientiert zu verändern. Und sie arbeiten weiter daran. Aber eines wird auch deutlich an diesem kleinen Ort. Damit nachhaltiger Tourismus möglich ist, müssen Rahmenbedingungen geschaffen sein. Welche sind das und wo besteht Nachholbedarf? Vielleicht auch seitens der Politik? Welche Koordinierung, Beratung und auch welche Kontrolle ist dazu notwendig? Wir wissen es nicht genau, ahnen es aber. Deswegen haben wir dem dritten Punkt im Kulturausschuss gerne zugestimmt und sind jetzt ein bisschen enttäuscht, dass der damit eigentlich hier zurückgezogen wurde. In diesen Beschreibungen im Punkt 2 werden verschiedene Aspekte herausgegriffen. Der Nachhaltigkeitsbegriff geht ja immer von drei Dimensionen aus. Und in der Rede von Frau Fios-Jene wurde sehr Umwelt und Ökonomie bevorzugt behandelt. In Schmilka ist es deutlich, dass es auch darum geht, die Menschen vor Ort in Bedingungen, zu Bedingungen arbeiten zu lassen, die würdig sind. Touristen in diesen Ort übernachten zu lassen, die geringe Preise auch nur bezahlen können und damit auch einen Urlaub mit hoher Qualität trotzdem verbringen können. Also auch da ist gerade der soziale Aspekt ein wirklich wichtiger. Und ich hoffe, dass es auch für Dresden, wenn so eine Leitlinie oder so ein Konzept entwickelt wird, dass das hier eine wirklich wichtige Rolle spielt, so wie von der UN gefordert, von allen Staaten verabschiedet und von uns auch sicher so gewollt. Danke. Vielen Dank, Frau Apel, SPD-Fraktion. Verzichtet, FDP. Freie Wähler, dann Bündnis 90 Die Grünen nochmal, im Moment nicht. CDU-Fraktion, Herr Kaden, bitte. Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch wir wollen den Tourismus nachhaltig entwickeln und das heißt in Zeiten von Corona zunächst mal überleben. Denn der Tourismus in unserer Stadt liegt an vielen Stellen komplett am Boden. Es sind Erträge weggebrochen, Hotels sind geschlossen, es gibt viel Kurzarbeit und eine Menge Probleme. Und all diejenigen, die über Tourismus ihr Geld verdienen, haben häufig aktuell kein Einkommen. Und darüber müssen wir uns echt Gedanken machen und das heißt, dass wir, sobald es wieder möglich ist, aufbauen müssen. Das aufbauen müssen, was wir vorher überhaupt hatten und das für uns zurückgewinnen. Und das heißt, wir müssen weiterhin dafür sorgen, hier im Stadtrat, dass wir Reiseanlässe haben, dass wir das Thema Convention, also entsprechende Tagung wieder in die Stadt bekommen, dass wir
Geschäftsreisende motivieren können, in unsere Stadt zu kommen. Auch in Zeiten von zunehmenden Videokonferenzen braucht es diese Anlässe, um sich auch persönlich begegnen zu können und die Schönheit dieser Stadt zu verbinden mit Anlässen im Bereich der Wirtschaft, um dann am Abend hier die Kultur zu genießen. Wir müssen die DMG bei der Vermarktung unterstützen und wir brauchen eine Dresden-Information, die den touristischen Vertrieb für uns alle gut organisieren können. Das ist das, worum es zunächst geht. Und natürlich ist das Thema Nachhaltigkeit auch für uns ein wichtiges Thema und deshalb haben wir auch im Ausschuss diesem Antrag zugestimmt, weil wir glauben, Nachhaltigkeit, vernünftiger Tourismus, Qualitätstourismus ist für unsere Stadt ganz, ganz wichtig. Es geht nicht so sehr um Masse, sondern es geht vordergründig um Klasse und um gute Qualität. Und alles, was dazu dient, wollen wir unterstützen. Wir werden uns für entsprechende Konzepte einsetzen. Ich kann mir vorstellen, dass es Handlungsleitfäden geben kann für touristische Akteure, sodass man auch zeigen kann, wie es gehen kann und dass wir auch die Branche motivieren, hier an diesem Ziel auch ihren eigenen Beitrag zu leisten. Was wir aber nicht wollen, dass wir die Akteure des Tourismus gängeln, dass wir ihnen vorschreiben, wie sie ihre Wirtschaftsbetriebe zu organisieren haben. Und wenn sie dann hier im Ausschuss und in ihrem Antrag einen Vorschlag machen, und ich zitiere, sie wollen eine Managementstruktur entwickeln und sie wollen Controlling- und Koordinierungsstellen haben, dann ist der Moment da, wo bei mir immer die Alarmglocken läuten. Und sie haben es aus meiner Sicht auch nie ausreichend erklärt, was sie damit meinen. Also was heißt das denn konkret? Gehen Sie da in die Betriebe und schauen sich das an und machen notfalls eine Schließung, wenn Ihre Ziele nicht umgesetzt werden. Ich versuche das mal so drastisch zu formulieren. Dann sind wir an der Stelle eben nicht beieinander. Da klinken wir uns aus, da machen wir nicht mit. Und deshalb haben wir diesen dritten Punkt des Antrages auch unsere Zustimmung verwehrt. Die anderen beiden Punkte tragen wir gern mit. Und bei dem, was Sie unter Managementstrukturen verstehen, das wollen Sie ja, Frau Filius-Jähne, weiterverfolgen, müssen wir uns dringend unterhalten und uns klar werden, was dann sein soll. Eine Gängelung der Dresdner Tourismusbranche wird es mit uns auf jeden Fall nicht geben. Dem Ausschussbericht, so wie er jetzt vorliegt, werden wir zustimmen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kaden. Für die AfD-Fraktion, Frau Dr. Schöps, bitte. Sehr geehrter Herr erster Bürgermeister, Entschuldigung, meine Damen und Herren. Auf den ersten Blick sieht der Antrag der Grünen eigentlich ganz gut aus, wenn man mal von den Gender-Sternchen absieht. Punkt 1 soll die Erarbeitung einer Nachhaltigkeitsstrategie in Auftrag geben. Punkt 2 definiert dafür einige inhaltliche Punkte, zum Beispiel die regionale Versorgung, Erhalt der kulturellen Stärken mit historisch gewachsenen Kulturgütern, Erhalt von Flora und Fauna und so weiter. Genau das könnte auch bei der AfD im Programm stehen unter der Überschrift Natur- und Heimatschutz. Ist Nachhaltigkeit also nur ein anderes Wort dafür oder verbirgt sich hinter dem gut gemeinten, dem vermeintlichen Allesretter der Welt nur ein gefährlicher, fehlleitender Euphemismus? Oder ist es vielleicht nur eine Marketingstrategie, die vielleicht den einen oder anderen Touristen überzeugen könnte, nach Dresden zu kommen und nicht irgendwo anders hinzufahren? Aber was bedeutet Nachhaltigkeit wirklich? Der Begriff der Nachhaltigkeit kommt ursprünglich aus der Forstwirtschaft und bedeutet, dass man nur so viele Bäume fällen soll, wie auch nachwachsen werden. Eigentlich logisch. Diese Erkenntnis fasste der sächsische Leiter des Oberbergamtes Freiberg im Jahre 1713, Hans Karl von Karlowitz, zum ersten Mal in einer Schrift zusammen. Auf dieser Grundlage definiert man Nachhaltigkeit als eine zutiefst konservative Idee, die eigentlich nur besagt, dass man verantwortungsvoll handeln, in den Generationen denken, Lebens- und Wirtschaftsgrundlagen erhalten und damit auch unsere eigene Identität und keinen Raubbau betreiben soll. Insofern wäre Nachhaltigkeit für uns als AfD natürlich eine Herzensangelegenheit. Mittlerweile ist die Nachhaltigkeit aber getreu dem Motto, wer die Begriffe besetzt, besetzt auch die Köpfe, zu einem der am meisten missbrauchten Begriffe der heutigen Zeit geworden. Ein berechtigtes Anliegen, von Ökomarxisten gekapert und ins Gegenteil verkehrt. Deren Begriffsinterpretation stellt unsere ganze Art zu leben in Frage.
Sie kennen ja vielleicht die Aussage, im Jahr 2013 werden Sie nichts mehr bis 2030 werden Sie nichts mehr besitzen, aber Sie werden glücklich sein. Agenda 2030 war heute schon hier in der Rede. Nachhaltigkeit muss deshalb nach dieser Auslegungsweise für Öko-, Klima- und Umweltsozialismus herhalten, für globale Umverteilung und Planwirtschaft, angefangen von der Kommune bis hin zur ganzen Welt. Wie Sie sehen, trauen wir Ihnen hier nicht über den Weg. Punkt 3 treibt es dann nun etwas doller. Herr Karten hat es ja schon angedeutet. Hier geht es um den Aufbau einer Parallelstruktur. Es soll eine neue Controlling- und Koordinierungsstelle errichtet werden, als ob wir bis jetzt keine fähigen Strukturen im Tourismusbereich hätten, zum Beispiel den Tourismusverband oder die DMG, beide wurden ja auch schon erwähnt. Deshalb wundere ich mich etwas, dass Sie die genannten mit im Boot haben, aber trotzdem noch weitere Strukturen errichten wollen. Der Antrag der Grünen kommt natürlich völlig zur Unzeit. Wir haben jetzt eine schwere Wirtschaftskrise und auch der Tourismus steckt in der Krise. Für die ganz überwiegende Zahl der Betriebe geht es derzeit um die nackte Existenz. Die Zahlen der DMG kennen Sie alle. Das Aufkommen des Tourismus in Dresden und natürlich auch die Einnahmen für die Betriebe sind drastisch eingebrochen. Aber wir wollen wieder dorthin, wo wir einmal standen. Denn Dresden ist eine Tourismushochburg und dort wollen wir als AfD wieder hin. Deshalb muss nun auch Schluss mit generellen Beherbergungs- und Bewirtungsverboten sein. Wir müssen wieder langsam öffnen, damit die Unternehmen verdienen können. Und ich sage, wir brauchen in Dresden jeden einzelnen Touristen, ob er nun als Individualreisender, in einer Reisegruppe, mit dem eigenen PKW, im Reisebus, öffentlichen Verkehrsmitteln oder sonst wie nach Dresden kommen möchte. Und deshalb wollen wir unseren Unternehmen nicht noch weitere Kosten und bürokratische Hürden auferlegen. Wir sind natürlich nicht gegen Umweltschutz, aber wir wollen hier keine weitere Drangsalierung unserer Wirtschaft. Wir möchten gerne, dass jeder in Dresden Urlaub machen kann und wollen nicht, dass hier Formen des Tourismus verhindert werden sollen, nur weil es einigen in der Stadt ideologisch nicht in den Kram passt. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen zu dem Tagesordnungspunkt sehe ich im Moment nicht. Dann können wir auch hier in das Abstimmungsverfahren eintreten. Ich rufe den Bericht des federführenden Ausschusses auf und bitte Sie um Ihr Handzeichen, wenn Sie diesem die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Dann ist dem bei 48 Ja-Stimmen, 16 Nein-Stimmen ohne Enthaltung zugestimmt.